Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Torgejubel mit Fabi. Tot. Heute Abend um wie viel Uhr? Oh Gott, 21 Uhr ist es, ne? Ich glaube ja. Auf jeden Fall heute Abend spielt Deutschland gegen Frankreich um den Einzug ins Finale. Ich bin schon sehr gespannt. Ich würde sagen, wir legen schon mal los hier mit Leveln. Okay. Fabi ist heute nicht in Deutschland-Look. Das ist halt schlechtes Omen. Jetzt verlieren wir. Nur wegen dir. Ach Gott. Und das fährt drauf an. Ja, Frankreich hat sich, ich muss ja fast sagen, leider gegen Island durchgesetzt. Nicht, dass ich es den Franzosen nicht gönne, aber den Isländern, das ist einfach, die Isländer sind die Sieger der Herzen. Kann man sagen, was man will. Frankreich hat aber natürlich echt jede einzelne Chance reingemacht. Ne? Sieht man halt ja, aus in der ja, Abwehr natürlich ein bisschen schlechter. Das waren enorme Chancenverwertung, muss man wirklich sagen. Und ich bin gespannt, wie das heute laufen wird. Wir haben eine stärkere Abwehr als Island, von daher dürfte es eigentlich nicht zu so vielen Chancen kommen. Aber es wird mit Sicherheit die eine oder andere Chance geben. Und wenn da Frankreich weiterhin so sicher ist im Abschluss wie im Spiel gegen Island, ja, wir haben Neuer, wir haben einen extrem guten Torwart, aber trotzdem, man darf das nicht unterschätzen. Und auch einem extrem guten Torwart kann natürlich mal ein Fehler unterlaufen. Wir haben ein bisschen viele Lücken momentan in unserem System. Es sind so viele, sind jetzt durch Verletzungen ausgefallen. Hummels gesperrt durch die zwei gelben Karten. Einmal im Spiel gegen die Slowakei und jetzt dann zuletzt eben auch. Ja, die waren so lächerlich. Das ist, ja, gegen Italien. Das ist so eine Willkür einfach. Vor allem gegen die Slowakei war ein Witz. Also das ist schade, dass es. Ganz im Ernst, wenn wir jetzt dadurch, durch einen Fehler von Hövedes, der sehr wahrscheinlich halt jetzt auf der Position von Hummels spielen wird. Aber ist nicht der Hövedes auch, hat der nicht auch irgendwas? Ist der nicht auch irgendwie angeschlagen? Ja, stimmt. Dann müsste dann halt Mustafi. Mustafi, ja. Ja, aber dann musst du halt mal geben. Skodran heißt der, oder? Skodran, genau, ja. Wenn du dann halt wirklich das Problem hast, dass dann durch einen Patzer in der Abwehr hier ein blödes Tor kassieren, ja. Dann ist es halt wirklich eine Sache, die halt reine Willkür von der FIFA, würde ich jetzt nicht sagen, aber weil es da dann wieder eine blöde Karte gab, zieht sich dann halt durch. Wenn das wirklich passieren sollte, dann wird es da definitiv nochmal ein bisschen Gesprächsstoff geben. Das stimmt, weil dann kommt wieder das Hätte und was wäre, wenn. Ja. Die Fragen kommen dann auf. Was wäre gewesen, wenn wir Mats Hummels dabei gehabt haben? Denn er hat wirklich gerade im letzten Spiel, finde ich, hat er überragend gespielt. Also extrem gut. Dem kommt auch noch, dass wir jetzt überlegen müssen, was wir vorne aufstellen. Und ich hoffe, dass der Gomez verletzt, Khedira verletzt, Schweinsteiger ist auch nicht fit. Ja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt unser Sturm, aber... Ja, aber... Frage ist halt, ich wäre dafür, wenn er zum alten System zurückgeht, dass er wieder Draxler auf die Außen stellt, wo er dann halt zusammen mit Kimmich dann quasi die Flanken sehr, sehr gut bedient hatte in dem Fall. Ich warte mal noch gerade auf dich. Bin sofort da. Ein bisschen später da kommt gestartet. Der Fabi. Und das war halt das Problem, dass wegen Kappa die Wahl. Entweder man nimmt den klassischen Retro-Stürmer, eben mit Podolski, oder man nimmt sowas wie Schürrle, oder man verzichtet komplett auf den Mittelstürmer. Okay, wir können. Das wird sich dann zeigen, was da denn dann, was der Yogi heute Abend aufstellt. Ich bin gespannt tatsächlich. Ich bin wirklich neugierig, was wir dann da sehen als Startaufstellung. Ich glaube, ich würde auf den klassischen Stürmer verzichten und würde einen Schürrle aufstellen, aber bloß keinen Götze oder Draxler in die Mitte. Das wäre so fail, meiner Meinung nach. Also ich würde dasselbe System ähnlich spielen wie gegen, was war das, Irland? Nee. Auf jeden Fall wieder mit den offensiveren Flügelspielern und dann im Zentrum halt einen Stürmer, aber in dem Fall halt keinen Gomez, sondern ich würde dann schauen, dass ich auch keinen Götze. Götze passt einfach, finde ich, nicht ins Zentrum. Götze hat sich auch bislang diese EM nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, wenn er am Platz stand. Also man hat dann doch relativ selten wirklich zielführende Spielzüge von ihm gesehen. Er wurde halt auch immer als zentraler Mittelstürmer eingesetzt, was ich halt überhaupt nicht gut finde für ihn. Ich würde halt wirklich sagen, selbst wenn schon ein Mittelfeldspieler rein muss, ja, dann würde ich wahrscheinlich wirklich auf Sané setzen. Dann würde ich halt wirklich lieber den Jungen probieren. Im Zentrum würde ich sagen, anstelle für die Verletzten würde ich einen Emre Can einsetzen. Natürlich ist das Problem, dass die beiden so gut wie noch überhaupt keine Spielerfahrung haben im Internationalen. Aber ich würde es halt riskieren.
was wäre die Alternative? Setzt einen Podolski ein zum Beispiel und was im Zentrum? Was willst du da einsetzen? Vielleicht einen Schürrle, aber das passt doch genauso wenig. Man kann natürlich, es ist natürlich schwierig, wenn du jemanden quasi Spielerfahrung gibst in einem Spiel, wo es um den Einzug ums Finale geht, aber... Ja, die haben schon in der U21 extrem gut gespielt. Sie haben sich ja ihren Platz auch irgendwo verdient. Ja. Von daher, man muss halt echt gucken, was da dann auch am besten harmonieren könnte. Also ich würde wirklich, wenn man das klassische System beibehalten ist, dann sollte man den Emre Can im Zentrum einsetzen. Das ist meiner Meinung nach ein extrem guter Spieler, der meiner Meinung nach aufgrund von dem Sicherheitsbedenken vom Löw noch nie eine Chance bekommen hat, wirklich außer in der U21. Mhm. Deswegen denke ich, es wäre eine gute Möglichkeit, sich an seiner Stelle zu beweisen. Und Sané ist ein sehr, sehr quirliger, wirklich schneller Stürmer, der halt auch nur deswegen noch nie die Chance gehabt hat, weil der Löw halt lieber die sichere Bank nimmt, auch wenn sie teilweise ein bisschen schlechter spielt, aber dann lieber auf Nummer sicher als den jungen neuen Youngster einzusetzen. Und deswegen, ich hoffe, er riskiert es, auch wenn es natürlich dann extrem in die Hose gehen kann. Aber ich finde die Alternative, Spieler, die, wo man sich recht sicher sein kann, dass sie nicht wirklich für die Position geeignet sind, und da will ich den Podolski überhaupt nicht schlecht reden, aber er ist halt eigentlich eher so, nur noch der Joker. Also durchspielen würde ich ihn momentan nicht mehr zutrauen. Er ist schon lange eigentlich wirklich aus der Startaufstellung der Mannschaft raus, muss man leider so sagen. War er das bei der letzten EM überhaupt noch? Nee, er war immer auf der Joker-Position, wenn dann. Ja, das ist schon länger her. Das war, wo er und Bastian Schweinsteiger eigentlich wirklich so das Traumduo gebildet haben, muss man ja sagen, der Nationalelf. Ich glaube, das letzte Mal, wo er wirklich aktiv, wirklich noch jedes Spiel mitgespielt hat, das war 2006, wo wir die EM bei uns hatten. Ja, ne, 2006 war es. 2010 war er in Südafrika, 2014 in Brasilien. Ja, 2006 war es das letzte Mal, dass er aktiv in der Nationalelf mitgespielt hat, Podolski. Und von daher... Ich muss sagen, also er ist im Endeffekt in der Aufstellung ist er eigentlich fehl am Platz. Es ist nur nochmal so ein nice to have. Er hat jetzt so stark auch nicht wirklich in seinem Verein aktuell gespielt, in Galatasaray wieder, glaube ich, aktuell. Ja, genau. Special-mäßig hat er da jetzt nicht überzeugt. Ist eigentlich eher so ein, da merkst du einfach den Löw, warum er dabei ist. Gomez hat wirklich die Saison gut gespielt, deswegen hat er die Chance verdient. Aber ein Podolski ist im Endeffekt, ja, der Löw ist halt wirklich so auf dieses Altbewährte aus. Der Löw setzt auf die Routiniers, muss man wirklich sagen. Ja. Tatsächlich, die Mannschaft ist trotzdem ziemlich jung, die wir aktuell aufstellen. Also ich bin übrigens schon im nächsten Rennen. Ja, habe ich gesehen. Ich stehe noch da. Was übrigens aber eher damit zu tun hat, dass, verdammt, ich bin vorbeigeritten, Annalisa. da ist der Fabi hinter dem Steilsprung. Wie süß. Also, was aber auch eher damit zu tun hat, dass hier unsere neuen Youngsters, die zwar dabei sind, aber sehr wahrscheinlich nicht eingesetzt werden. Und ich würde es wirklich riskieren. Natürlich, du bist der Depp, wenn es scheitert. Ja klar, ja gut, du bist als Trainer bist du eigentlich immer der Depp, wenn es scheitert. Dann heißt es, entweder hättest du es mal so versucht, oder es heißt, warum hast du es denn so gemacht? Du bist hochgefeiert im Endeffekt, wenn es klappt, das System, was du aufstellst. Und wenn irgendwas schief geht, dann heißt es, oh, was hat denn da gemacht? Hätte mal was anderes. Ja, aber wenn er... Wenn du die Standard-Routinier-Sache einsetzt, dann bist du eigentlich normalerweise nie jetzt so der Depp, aber ich finde, er wäre definitiv der Depp jetzt für mich, wenn er wieder sich versucht, auf den Gegner einzustellen. Und was willst du da bei Frankreich machen? Frankreich spielt mit 3 Stürmern. Also was heißt 3 Stürmer? Eigentlich mit 2, aber die sind mit 3 sehr offensiven Spielern dabei. Wie war das? Was hatte Mehmet Scholl gesagt zur WM? Dass da im Endeffekt die Spieler gesagt haben, dass die Spieler mehr oder weniger viel bei der Aufstellung mitgewirkt haben und gesagt haben, so wollen wir das machen und dass es dadurch gut gelaufen ist? Ja, also es ist halt wirklich so, genau, und diese EM verlässt er sich wieder ein bisschen mehr auf die ganzen Sportdirektoren und sonst was, die halt neben und auch noch auf den Scout und alles, die halt eher immer sowas sagen wie, ja komm, wir passen uns auf die Mannschaft an und ich finde einfach, wenn du selber der Favorit bist, warum sollst du dich denn dann an deinen Gegner so anpassen? Verstehe ich einfach immer nicht. Wenn du einfach gut mit der einen Sache spielst, das ist
Wie kommen wir aus dem Gaming-Bereich? Stell dir vor, du bist mit irgendeiner Sache in einem Spiel gut. Stell dir vor, die KI ist mit dem und dem Pferd gut und du passt dich auf den anderen an, weil man sagt, das eine Pferd ist dort besser. Dann schaff erstmal das Niveau von dem einen Pferd. Du verstehst, was ich meine. Ja, das stimmt schon. Ja. Falls ihr euch jetzt hier übrigens wundert, normalerweise kann man ja beim Torgejubel mitkommen. Es ist jetzt aber ein bisschen schwierig, das jetzt noch zu erklären, weil wir jetzt in der Abmoderation schon sind. Und es sieht dann eben ein bisschen doof aus, wenn jetzt hier dann das ganze Bild voll steht. Aber genau, jetzt noch für 20 Sekunden zu erklären, ja, so und so und so, ist eigentlich auch blödsinnig. Normalerweise erklären wir am Anfang, dass wir halt sagen so, hey, wir können jetzt nicht mehr großartig schreiben, aber ihr könnt alle gerne mitkommen. Und das können wir jetzt halt schlecht in der Folge machen. Dann. Es ist jetzt halt dann blöd, das noch extra zu machen für 20 Sekunden Abmod. Leider funktioniert das gerade nicht so wirklich, obwohl ich schon geschrieben habe. Ja, wie gesagt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir nur gegen 18 Uhr spielen oder gegen 21 Uhr. Ich weiß gerade nicht genau, wann Anstoß ist, muss ich ehrlich sagen. Ich meine aber um 21 Uhr. Kann aber auch sein, ich bin gerade verwirrt. Ja, es läuft ja im Endeffekt auch selber raus. Also das macht jetzt keinen Sinn. Es ist auf jeden Fall heute Anstoß. Ganz genau. Also, Lieben, ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Ich denke momentan, ja, ich glaube, es wird ein knapper Sieg, egal für welche Mannschaft. Ich glaube nicht, dass es ein Schützenfest wird. Ich würde sagen, es wird vielleicht ein 1-0 werden. Glaube ich nicht. Dafür spielt Frankreich zu offensiv. Ich glaube, dass es, wenn Deutschland gewinnt, muss Frankreich noch offensiver reingehen. Ich glaube, dass Sven schon mehrere Tore kassieren werden. Also ich glaube, dass es dann eher so auf ein 2-3-0 rauslaufen wird tatsächlich. Das glaube ich, nein, ich glaube nicht, dass das so hoch wird. Ich sage, es wird ein 1-0. Es wird ein 1-0, aber es ist sehr schwer, sich festzulegen, welche Mannschaft tatsächlich. Das fällt mir gerade wieder sehr schwer, weil, wie gesagt, die Franzosen haben wirklich fast jede, wirklich fast jede Möglichkeit reingemacht. Ich glaube, zwei Torschüsse sind nicht reingegangen. Deutschland hat leider nicht so viele Torchancen, beziehungsweise wenn sie Torchancen haben, versauen sie großteils davon. Leider, muss man das so sagen. Und ich bin jetzt wirklich... Wir werden eingekreist. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig alles, sorry dafür. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, wie es dann heute Abend ausgeht. Wie gesagt, mein Tipp sind 1-0, aber ich lege mich nicht fest, auf welche Mannschaft. Ich bin gespannt. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr denn? Wie sieht's aus? Wie könnte es ausgehen? Werdet ihr heute Abend überhaupt schauen oder sagt ihr, Gott, nee, das ist gar nichts für mich. Lasst bitte die EM endlich vorbei sein. Ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall unseren Jungs die Daumen, dass sie ins Finale kommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen beim Fazit. Ciao.